Hallo und willkommen zurück zu Spyro. Wir sind jetzt in Gnastys Welt angekommen und machen gerade auch schon die erste Unterwelt platt. Wir sind auch schon fast durch hier. Bis jetzt relativ einfach. Das hat doch geklappt. Also wenn wir jetzt wirklich in 0, nichts fertig sind, dann hätte ich das auch. Geplättet. Obwohl ich eigentlich schon drüber war. Spielen wir doch ein wenig Bowling. Das ist der erste etwas schwieriger Abschnitt, der ist auch, naja, nicht so schwierig ist. So, wäre auch beinahe schief gegangen. Oh oh, keine gute Idee. Ja, hier brauchen wir einen Schlüssel. Ah, hier haben wir jetzt erstmal etwas Ruhe. Ja, ich sag ja, bis jetzt wirkt die Welt irgendwie leichter als die davor. Gut, extrem schwer war jetzt bis jetzt nichts. Die Flugeinlagen waren ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, dadurch, dass man halt die auswendig lernen musste. Und Hauptproblem sind echt diese Sprint-Sprünge gewesen, aber das war dann eher. Der Steuerung an sich geschuldet. Diesen Sprintsprung angeht. Noch 10. Hat es nicht so lange gedauert. Twilight Harbor. Zwielichthafen, okay. Speichern wir mal. Ich
Ich habe mich bis jetzt noch nicht gespeichert in dieser Session. Nochmal 50. Okay, wir haben 94% schon. 402 noch, okay. Die Kollegen hier haben eine Knarre, also müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier wird scharf geschossen. Die werfen hier sogar mit Granaten. Quasi Gnestis Elite-Soldaten. Naja. Sowas in der Richtung. Nee, das sieht nicht gut aus da unten. Okay. Ja, wenn wir die Welt noch geschaffen, dann haben wir das Spiel schon fast durch. Kosmos. Danke, dass du mich befreit hast. Wieder einer weniger. Das hier hat keinen Schlüssel. Kiste da auf. Autsch. Freundlicher Geselle, der wirft Granaten die Treppe runter. Ich hab's befürchtet.
Ich hab's befürchtet. Wir werden wahrscheinlich den restlichen Part brauchen für das Level. Gehe ich mal zumindest stark von aus. Wenn wir jetzt erst den Drachen, dann sind nämlich die Gegner erstmal schon mal weg. So war nämlich der Plan. Cletus. Sei auf der Hut vor Nox' Truppen, Spyro. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Das wird lustig. Sekündchen. Da hat eine Benachrichtigung bei mir. So. Die haben an mich gedacht, die haben noch neben ihn gepackt. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Die Kante habe ich nicht gesehen. Da noch was ist, bin mir gerade nicht so sicher. Ich sehe zumindest nichts. Naja, ich habe aber leider auch eine Befürchtung, wie wir in unsere letzte Kiste rankommen. Mit einem Megasprint bis zum Ende.
Lief doch gar nicht mal so schlecht. Da ich mir unsicher bin, ob da vielleicht noch was ist, machen wir den Sprung nochmal. Vergleichsweise mit der Standardwelt muss ich sagen, ist das, also mit den anderen Welten meine ich, ist das hier bis jetzt relativ einfach. Nein! Mist. Blub, blub, blub. Weg war er. Ich glaube, das könnte ich auch einfacher haben. Oh. Das war knapp. Ja, mein Gedanke ist nämlich gerade... Ich denke tatsächlich, dass wir hier gerade nicht mehr machen können. Wieder einer weniger. So. Welt geschafft. Kommt mir nur so vor, da sind die Welten hier geradliniger als die ganzen davor. Nasty Gnork. Ich speichere mal und dann schaue ich mal, was die Zeit sagt, weil ich denke nämlich mal, wir sind durch für heute. Noch nicht ganz. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, natürlich sein, dass das jetzt ein XXL-Part wird mit dem Finale. Gnork Nexus fehlt uns noch ein bisschen was. Aber dass wir jetzt schon Gnasty Gnork haben, das wundert mich ein bisschen.
Weil uns fehlt ja eindeutig noch einiges. Und kein Drache zu retten. Hab dich, kleiner Schweinepriester. Könnte sein, dass das schon der finale Part ist, wenn wir hier alles fertig haben. Ja, also wenn dem so ist, ist das definitiv ein Spiel, wo ich sage, da kann man noch ein weiteres von zeigen. Bevor ich dann wieder wechsle. Ich glaube, die Hälfte haben wir. Ah, Gnasty auf der Flucht. Lieber ein bisschen vorsichtiger, weil ich das Gebiet halt nicht kenne.
Wir neigen uns dem Ende. Vier fehlen. Also vier so lilane Edelsteine. Ja. Verdammt! Wir sind tot. Ah je, wir müssen wieder sämtliche Schlüssel. So. Das Gute ist, wir müssen nicht mal alles sammeln. So, Gnesti. Okay, das wird ganz schön fies. Der Boden verschwindet nämlich mit der Zeit. Das war nix. Mmh.
Ja, es kann sein, dass wir dann doch noch ein paar mehr brauchen. Gespeichert habe ich ja. Ah, man muss sie so ein bisschen von der Seite flankieren, dann klappt das. Danach muss man auf jeden Fall schnell werden. Nix. Alles unter Zeitdruck. Nein! Das war knapp. War verdammt knapp. Wie gemein ist das denn? Da war ja gar kein Boden mehr. Ich habe mich schon so beeilt. Jetzt sagt die Zeit. Ja, 34 Minuten. Machen wir hier erstmal Ende. Und ja, ich denke mal, das wird noch ein schöner, langer, finaler Part mit dem Boss. Plus, ja, was anscheinend noch danach kommt, weil da ist ja noch eine Tür, die wir nicht gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.